Hallo, hier ist Gondracha. Hier komme ich rein in ein Spiel, das schon verloren ist. Wie kann es anders sein? Ich nehme an, jeder von uns hat das schon mehr als 95% erleben müssen. Ich spiele hier das erste Mal mit dem justierbaren Schaft, weil ich finde, der Peacekeeper, obwohl er in der Rubrik Maschinenpistolen drin ist und nicht Sturmgewehr, sehr träge. Und mit dem Schaft ist das wie weggezaubert. Man slidet links und rechts unglaublich gut weg, also recht schnell. Ich finde nicht, dass es noch schneller sein muss. Ihr könnt das mal ausprobieren. Wenn ihr das erste Perk nehmt, Leichtgewicht, ist es noch extremer. Diejenigen, die Modern Warfare 3 kennen, den Stalker benutzen, kennen das Leiden. Ich habe nie groß bemerkt, dass das ein Vorteil wäre. Ich weiß auch nicht, vielleicht war mein Spiel auch anders, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall solltet ihr unbedingt das ausprobieren. Für die Maschinenpistolen werde ich es nicht ausprobieren, weil ich habe so irgendwie mein Aiming, also mein Zielfeld genug. Nicht genug gut, aber ich habe es gerade justiert, kann man so sagen. Und ich will das nicht verlieren. Ich kann auch Dropshotten oder springen mit Maschinenpistolen. Es ist um einiges einfacher für mich. Mit den Sturmgewehren fühle ich mich so kloppig, so schwerfällig. Und darum geht das nicht so einfach für mich. Aber darum eben ist für mich der justierbare Schaft ein großer Tipp. Ich muss das noch mit anderen Sturmgewehren ausprobieren. Ein Abonnent hat mich angefragt, für so einen Waffenguide zu machen. Ich werde das mehr oder weniger gleich halten, wie ich das bei Modern Warfare 3 gemacht hatte. Ich werde also ein Gameplay machen, nicht mit allen Waffen und alles so auseinandernehmen, sondern einfach ein Gameplay und dann die Waffen durchschnabulieren, wie ich finde und wie ich sie empfinde, wie man sie am besten spielen kann. Was für Attachment natürlich nicht, aber wie es läuft, wie sie kickt, und ich nehme an, justierbare Schaft wird bei mir bei jedem Sturmgewehr dann die Nummer 1 sein. Ich wünsche euch einen schönen und tschüss.